Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Spontanes Live hier von meinem Morgenspaziergang. Ich wollte mal gerade ein paar Impulse mit dir teilen, was wahre Selbstliebe ist. Was wahre Selbstliebe ist. Und was ich früher in meinem alten Leben, als ich noch von dem freien Leben geträumt habe, das wir inzwischen seit Jahren führen, gemacht habe, instinktiv richtig gemacht habe. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Das ist mir gerade so die letzten Wochen erst bewusst geworden. Und zwar bin ich, und das mache ich bis heute, stehe ich morgens auf und kümmere mich erstmal um mich. Ich kümmere mich erstmal um meine eigene Energie, damit es mir gut geht. Weil nur dann kann ich letztlich ja auch Energiespender sein für die Familie, für die Menschen, die mir am Herzen liegen, mein Mann, die Kinder, meine wunderbaren Kunden, meine wunderbaren Akademikerinnen und all die Menschen, die mir einfach am Herzen liegen, die ich inspirieren möchte. Weil das ist etwas, was viele Menschen ja nicht sehen, falsch machen, wie auch immer du es nennen möchtest. Wenn ich so erzählt habe, auch früher noch, also zu den Zeiten, wo ich um 7 Uhr am Schreibtisch saß, 5 bin ich aufgestanden, eine Stunde habe ich mich um mich gekümmert, um meine Energie, mit Bewegung, mit verschiedenen Ritualen, auch ein ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf Energie. Schau mal, wir sind Energiewesen, deshalb darfst du morgens als erstes auch dafür sorgen, dass du in deine eigene Energie, jetzt war die Verbindung kurz weg, letzter Satz war wohl, deshalb darfst du morgens auch dafür sorgen, mit Bewegung, dass du in deine eigene Energie kommst. Wir sitzen ja alle viel zu viel tagsüber. Wir haben letzten Endes einen Bewegungsapparat. Wir sind Energiewesen. Und was sorgt dafür, dass wir mehr Energie bekommen? Bewegung. Weil durch dieses Sitzen und durch wenig Bewegung, was inzwischen zu unserem Alltag gehört, wird Energie einfach im Körper angestaut. Und das führt zu unterschiedlichsten Themen, auf die ich jetzt gar nicht hier im Detail eingehen möchte. So, ich war dabei stehen geblieben, dass ich morgens, 4:15 ging der Wecker, 4:30 bin ich aufgestanden, eine Stunde Zeit für mich, um mich in eine gute Energie zu bringen, mein süßes Köpfchen auf Spur zu bringen, nämlich auf Spur in die Richtung, wo der Weg hingehen darf, in das freie Leben. 5:30, 5:30 Kinder geweckt, 6:30 sind die aus dem Haus und kurze Zeit später bin ich aus dem Haus. Aber dann habe ich schon erstmal für mich gesorgt und das ist auch wahre Selbstliebe letzten Endes. Wie sehr oder wie viele Menschen, vielleicht gehörst du ja dazu, vielleicht auch nicht, die sich die Geschichte erzählen, ich muss ja morgen sowieso schon so früh aufstehen, da kann ich ja nicht noch früher aufstehen. Naja, dass wir morgens, das ist alles eine Entscheidung, dass wir morgens und den Tag über wenig Energie haben, hängt genau an den Dingen, dass wir nicht gut für uns sorgen, dass wir nicht für unsere eigene Energie sorgen, dafür sorgen, dass wir die Energie, diese universelle Energie anzapfen, hat auch ganz viel mit dem Atmen zu tun. Wie sehr sind wir dazu geneigt, flach zu atmen? Wie wenig atmen wir, wenn wir es nicht uns bewusst antrainieren, wirklich mal tief ein und aus, und zwar nicht nur einmal am Tag, sondern oft, um Sauerstoff, Lebensenergie zu uns zu nehmen über unseren Atem. Und wie viel machen die meisten Menschen, einschließlich mir selbst in meinem früheren Leben, tagsüber Dinge, die ihnen mehr Energie rauben, als sie ihnen Energie schenken, und das des Geldes wegen. Und gleichzeitig ist dann das Thema Geld auch noch ein Thema, weil letzten Endes noch zu wenig davon da ist. Das sind alles Dinge, die kannst du ändern, wenn du dich dafür entscheidest. Und das als Tagesimpuls heute, ja, wenn du es wirklich ändern möchtest, dann hüpf in die Akademie. Du weißt, wie du mich findest, irmgard-ponder.de/Begleitung. Alles Weitere machen wir dann gemeinsam, ein Energielevel. Auch die Skala nach oben schrauben und auch noch deinen Seelenplan entdecken. Und du wirst ganz genau wissen, wie du aus deinem Seelenplan auch noch deinen Seelenberuf kreierst. Wenn du es möchtest, du darfst dich entscheiden. In diesem Sinne. Ciao, ciao, hab einen wunderschönen Tag.